Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Not So Berry Challenge. Ja, da wollte ich Eloise eigentlich gerade, bevor ich die neue Folge starte, nur kurz was essen lassen und ins Bett schicken zum Schlafen. Und da kommt doch tatsächlich die Meldung, dass sie in den Wehen ist. Deswegen habe ich die Folge jetzt sofort gleich gestartet. Und ich würde also sagen, wir gehen mit der lieben Eloise ins Krankenhaus und bekommen dieses Baby. Oh, ich bin so aufgeregt. Wo kann ich Baby im Krankenhaus bekommen? Ja, mitmachen. Mitnehmen tun wir niemanden. Weil wenn sie nicht im eigenen Haushalt sind, gehen die sowieso gleich wieder nach Hause. Und ich glaube, Brody ist auch nicht unbedingt begeistert davon, dabei zu sein. Ja, da sind wir auch schon. Das scheint unsere Vanni von Moonies Kanal ist unsere Ärztin. Jo, schön. Hallo, hallo Vanni. Ja, frag mal, wie war dein Arbeitstag? Hallo, wir möchten gerne unser Baby bekommen, bevor wir tot umfallen, weil wir sind ziemlich müde. Und es ist 1 Uhr in der Nacht. Oh, sie ist ein bisschen angespannt, die gute Vanni. Was ist denn los? Zeigt Anzeichen der Persönlichkeitsart liebend, okay. Kann ich irgendwie... Nach Karriere fragen musst du sie jetzt nicht. Das wissen wir ja schon. Okay, aber... Oh, es ist soweit. Sie bekommt ihr Baby. Oh, ich bin so aufgeregt. Sie bekommt tatsächlich ihr Baby. Oh. Sorry, Leute. Das muss ich jetzt kurz... Dieser Blick ist einfach unbezahlbar. Also dann, auf geht's. Los, Vanni. Bring dieses Kind auf die Welt. Ich bin ja so gespannt, was für eine... Was es wird. Wird es ein Mädchen? Wird es ein Junge? Werden es mehrere? Was ich nicht hoffe. Eins ist mir wirklich genug. Oh, ich möchte jetzt endlich wissen. Komm schon. Los geht's. Vani, Vani. bitte nicht das Herz rausnehmen, okay? Das brauchen wir nämlich noch. Wir möchten uns noch um dieses Kind kümmern. Das wäre wirklich toll. Okay. Ach, ich bin gerade so aufgeregt. Okay. Was war das jetzt gerade? Oh nein, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe eine Less Expection. Vanni steht... Okay, irgendwie habe ich wohl ein paar defekte Mods. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe, dass das jetzt trotzdem funktioniert. Es scheint als... Ja, es ist ein Mädchen. Oh, ich freue mich. Und zwar habe ich mir nämlich da schon einen Namen überlegt, also für einen Jungen, also auch für ein Mädchen. Und das Mädchen möchte ich gerne, schreibe ich das jetzt richtig? Oh Gott, sorry Leute. Ah, Juliette. Mit einem L. Nennen. Ich weiß nicht wieso, ich fand diesen Namen einfach so süß und ich fand, es passt zu der nächsten Generation, was rot ist. Warum dass ich das finde, dass das passt, kann ich euch nicht sagen. Ich wollte sie auf jeden Fall Juliette nennen. Und es ist nur ein Baby. Gott sei Dank. Gut. Und ich bin froh, hat es funktioniert. Trotz, dass irgendwie wohl gerade ein Problem mit den Mods vorhanden ist. Oh, unsere kleine Juliette.
Nein, wie süß. Ravenna. Ja. Oh, schaut sie euch an. Sie ist so glücklich. Oh. Das ist einfach immer so, ich finde das immer so schön, wie die Sims dann ihre Kleinen anschauen nach der Geburt. Oh, ich liebe das. Und sie heult nur. Oh. Oh, liebe. Ja, herzlich willkommen. Das wird Herzlich ja dann willkommen. Oh, Lurgi, unsere what's nächste next? Generation. Ich Aha. freue mich. Und Eloise hat die Erziehungsfähigkeit, also das erste Erziehungslevel erreicht. Ja, vielen Dank, Vanni, trotz Schwierigkeiten. So, wir sind wieder zu Hause. Und die kleine Juliette ist jetzt mal hier in diesem Zimmer platziert. Und sie heult. Ich glaube, sie hat wahrscheinlich Hunger. Irgendwie ruckelt mein Spiel gerade. Ich hoffe, es ist für euch nicht allzu schlimm. Ja, kümmern wir uns mal um die Kleine. Oh, ich bin so glücklich. Ich habe irgendwie so gehofft, dass es ein Mädchen wird, weil ich eben diesen Namen unbedingt verwenden wollte. Ich hätte mich natürlich auch über einen Jungen gefreut. Aber ich finde halt auch für die Story von der zweiten Generation passt Oh Gott, ein nicht. Mädchen einfach einiges besser. Genau. Oh, Weil wenn ich mich da Lager. richtig erinnere, Ja, es auch Joki. Oh, darum Nübel. geht, dass sie halt nicht so wirklich Zeit Swimming. hat dann für ihr Oh, Kind und Nübel, das, also beziehungsweise das in der dritten Generation gesagt Ja, wird, ja, die Mutter so. hat nicht so, man hat nicht so ein gutes Verhältnis zur Mutter. Und da macht es für mich halt fast am meisten Sinn, wenn es ein Mädchen ist, Amelia. weil sie, glaube ich, auch nicht sofort heiraten wird So. oder ach, so genau Victoria. habe ich es jetzt nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich, glaube ich, noch gedacht habe, oh, das würde viel besser passen, Nübel, dann ja. Mädchen zu haben. Genau. So, wir sind wieder wach, beziehungsweise Eloise, denn Juliette hat eine schmutzige Windel und ja gut, Eloise hat auch eigentlich mehr oder weniger ausgeschlafen. Und ich habe mir gedacht, da ja noch Sonntag ist, würde sie doch ihre engsten Freunde einladen und die Kleine vorstellen. Oh, mich stört das gerade, dass die. Ach, wir lassen sie jetzt einfach ignorieren, dass sie da im Vorhang hängt, aber egal. Ja, deswegen würde ich eigentlich ganz gerne. Was machen wir? Wartet mal. Ich habe mir nämlich mal so einen Mod runtergeladen mit mehreren Events. Und wenn ich nicht täusche, war da auch was dabei, für das man das Pomeranis Baby Gourmet. vorstellen kann. Gassi Lamine Core. Das Babytreffen, ja, tatsächlich. Erhalte Geld und Geschenke von Freunden, Familien und für dein neues Neugeborenes. Gut, das ist mir eigentlich egal. Herzlichen Glückwunsch. Deine Familie hat dein Telefon in die Luft gesprengt, nach dem Neuzugang gefragt. Okay. Ja, das ist die Mama. Dann haben wir hier Freunde und Familie. Da laden wir auf jeden Fall Sandy ein. Clara auf jeden Fall. Eva. Ach komm, wir laden die Vanni auch mal ein. Sie hat uns schließlich sehr gut unterstützt. Wen laden wir noch ein? Wir laden mal diesen Ryan ein. Wisst ihr was? Wir nutzen das gerade mal nur so, dass sie vielleicht noch ein paar neue Männer kennenlernt. Dann haben wir Nancy, die laden wir auch ein. Chase auf jeden Fall. Sollen wir Brody einladen? Ich weiß es nicht. Na, ich glaube, Eloise möchte ihn jetzt wirklich gerade momentan einfach nicht sehen. Also, wir lassen das mal, falls er vorbeikommt. Das wäre ja umso schöner. Aber ich glaube nicht, dass Eloise ihn jetzt direkt einladen würde. Ich glaube, dafür ist sie doch dann immer noch etwas zu sauer. Und da kommen auch schon die ersten Gäste, nämlich die Vanni. Hallo. Dann haben wir die Candy. Ich nenne sie jetzt Candy, habe ich beschlossen.
Guten Tag, und ihr geht dann erstmal alle runter ins Labor. Okay. Gut, und lest was oder wie? Candy? Warum? Die geht bestimmt wieder an den Computer, wie jeder. Ja, natürlich. Sims gehen immer als erstes in den Computer. In den Computer vor allem. An den Computer. So, wo bleibt ihr denn alle? Hallo, hallo. Warum steht ihr denn hier so rum? Hier kommt Donny. Und der Rest steht hier einfach mal rum. Das finde ich schön. Ruf doch die mal alle herbei, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Herbeirufen, herbeirufen. Okay, die kommen langsam alle. Nur Eva, die steht hier immer noch rum. Herbeirufen. Okay, perfekt. Da trudeln sie langsam alle ein. Schön, schön, schön. Ja, und erzähl doch Chase mal, weil ihr versteht euch eigentlich ja schon recht gut, was denn so passiert ist. Ich glaube, ihr habt ihn jetzt angeben oder über Baby sprechen. Ja, ihr habt ihr euch jetzt ja schon länger nicht mehr gesehen. Und eigentlich sind sie ja ganz gut befreundet. Also mal schauen, wie Chase so reagiert. Bin ich jetzt tatsächlich sehr gespannt drauf. Ja, sie sind ja echt eng eigentlich befreundet. Ich glaube, sie ist mit ihm sogar enger befreundet, ja, als mit ihren besten Freundinnen. Wahnsinnig. Also ist schon so unser allerbester Freund. Beschwere dich über das Weinen des Neugeborenen? Nein, 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 nein. Gespräch über das Neugeborene. Ja, erzähl ihm doch mal die ganze Sache. Ryan kann mir das von mir aus auch erzählen. Ist mir eigentlich egal. Kann sie sich bei ihm jetzt auch über den Erleichterung über reibungslose Geburt ausdrücken? Ja, das kannst du auch gerne mal machen. Okay. Sie will einfach nicht. Kann das sein? Sie will einfach nichts erzählen, irgendwie. Ich weiß nicht. Nach Verhütung fragen. Nein, nein, mach das bitte nicht. Würdest du dich jetzt mal mit deinem besten Kumpel über dein Baby unterhalten? So. Okay, los geht's. Ja, erzähl ihm, was da passiert ist. Aber er ist halt jetzt schon nicht irgendwie so. Er will uns nicht wirklich zuhören. Vielleicht ist er halt auch ein bisschen sauer. Ich meine, wir haben ihn jetzt nicht mehr wirklich gesehen seit dem Tag, als wir was mit Brody hatten. Und ich glaube, er fand es halt auch nicht ganz so cool. Und es wirkt gerade tatsächlich so ein bisschen so, als wäre er sauer auf uns. Ryan ist auf jeden Fall mega bestürzt. Chase nickt nur so und schaut uns nicht richtig in die Augen. Was ist denn da bloß los? Vielleicht sollten sich die beiden halt wirklich mal noch aussprechen. Zu zweit, weil er scheint so ein bisschen sauer zu sein. Seht ihr das? Er redet nur mit Ryan und mit den anderen, aber nicht wirklich, er reagiert nicht auf das, was wir ihm erzählen. Das finde ich schade. Was hast du denn, kleine Maus? Na? Du gehst raus, musst du das Geschäft erledigen. Wer kommt denn hier noch? Hallo? Und Ja, du aber bist Sonny. Grünzeugstandbesitzerin Agnes Knautschgesicht. Ah, sie ist, glaube ich, auch von dem Cottage Living. Aber was sie jetzt hier macht, weiß ich auch nicht so genau. Okay, der Chase ist gerade. Der kocht. Okay. Kocht er etwa für uns? Versuchen wir gerade mal, ihn. Ja, mit ihm zu reden. Vielleicht, oh, jetzt hört er auf kochen. Wenn er hier gerade so alleine ist, versuchen wir doch mal, ihn uns zu schnappen
Und ihn auch zu fragen, hey, ist irgendwas? Clara. Sie kocht weiter. Okay. Also er scheint dir schon zu sagen, ja, hey, ich fand das nicht so eine coole Aktion. Ich meine, du hast mich auch angeladen. Und ich dachte eigentlich, wir verstehen uns gut. Und dann war da dieser Brody. Und was ist mit dem jetzt überhaupt? Ich muss wirklich, irgendwie habe ich, glaube ich... Jetzt erzählen wir ihm mal, was mit Brody passiert ist. Wie das Ganze abgelaufen ist und schauen mal, ja, was er dazu sagt. Huch, da heult das Baby. Wir kommen gleich. Wir müssen uns hier ganz kurz noch mit Chase unterhalten. Nein, erzähl es ihm jetzt. Also im Ernst. Okay. Dramatische Geschichte erzählen. So. Und sie erzählt ihm jetzt halt, wie das Ganze abgelaufen war, dass sie halt auch ein bisschen viel getrunken hat und dann wurde sie schwanger und wie er halt auch reagiert hat. Und Chase scheint schon bestürzt zu sein. Also, ja, ich weiß nicht. Also, sie verstehen sich halt wirklich gut. Das finde ich schön. Okay. Was du hast, geh mal zu deinem Kind. Juliette ist hier völlig verzweifelt. Die Arme reden und liebkosen. Und Lotta ist schon wieder schmutzig. Hat sie in der Pfütze gespielt? Ich wette mit dir, sie hat in der Pfütze gespielt. Okay. Ja, aber schön, dass die beiden sich, glaube ich, doch noch so ein bisschen aussprechen konnten jetzt. Er hat jetzt auf jeden Fall ihr auch zugehört und es schien auch Verständnis da zu sein. Das finde ich wirklich schön. Warte mal, ich brauche noch ein paar Bilder. Ich finde das immer so cute. Oh. Ja, und ich hoffe wirklich, dass er jetzt uns nicht irgendwie hasst oder so. Das wäre sehr, sehr schade. Aber du könntest dich auch mal noch ein bisschen mit deinen anderen, mit anderem Besuch hier unterhalten. Das ist so voll hart. Das Baby ist gerade erst so auf der Welt und sie lädt Besuch ein und kümmert sich mehr um den Besuch als um das Baby. Ja, Eloise, ich weiß nicht ganz, ob das so eine gute Sache ist. Wer hat mein Spülbecken? Er hat mein Spülbecken kaputt gemacht und Lotta trinkt und... Oh, Nancy kümmert sich um unser Baby und sie füttert es auch. Dankeschön, Nancy, das ist wirklich nett von dir. Also er scheint ja auch ein sehr netter zu sein. Wer weiß, vielleicht verstehen die beiden sich ja auch sehr gut. Warum ist Eloise hier so überbeleuchtet? Ich habe das Gefühl, hier sind irgendwie zu viele Lampen. Sie leuchtet wie der Weihnachtsstern auf dem Weihnachtsbaum. Ach je. Oh nein, unser Klo ist auch kaputt, sicher. Erst jetzt. Aber das kann doch nie wahr sein. Und hier müssen alle aufs Klo. Ah, das tut mir sehr leid für euch alle. Aber wie ihr seht, ist das Klo gerade nicht... Ja, dann wäschst du mal die Wäsche hier. Ach, um Himmels Willen. Was ein Chaos. Bei mir geht momentan bei allen Spielständen irgendwie alles nur die ganze Zeit kaputt. Finde ich toll. Doch, ehrlich. Eva, nein, du gehst jetzt hier ganz... Nein! Eva, du gehst hier jetzt nicht duschen. Sag mal, geht's noch? Und jagt uns raus. Hallo, wir haben hier gerade... Also echt mal. Wir waren hier gerade am Reparieren. Nein, nein, lass es. Okay, und ihr so? Ihr wollt nicht... Oh, sie genießt den Regen. Das freut mich sehr. Ja, dann, hat mich sehr gefreut. Macht's gut, ihr Lieben. Ryan,
Möchtest du irgendwie nicht gehen oder von Geschicklichkeit schwärmen? Unser Baby heult schon wieder. Okay, Ryan hat sich irgendwie wohl dazu entschieden, noch nicht zu gehen. Interessant. Heißt das etwas? Er schaut jetzt erstmal Fernsehen, oder wie? Kümmere dich um dein Baby. Luis, komm schon. Du kannst nachher, wenn er nicht geht, immer noch mit ihm sprechen. Klopf, klopf jetzt. Er will offenbar nicht verschwinden. Okay. Interessant. Also ich finde, das müssen wir jetzt, da müssen wir jetzt noch ein bisschen genauer hinschauen. Weil alle sind jetzt so am Gehen. Und Ryan findet so, nö, ich bleib jetzt hier mal noch ein Jumbo bisschen. Auf jeden Fieber, Fall, mit Handschocker reinlegen, da ist es. Wir wollen ja schauen, hat er unseren Humor? Und wir brauchen sowieso noch ein paar Streiche. Oh, er ist auf. Oh! Da war jetzt gerade. Habt ihr das gesehen? Habe ich das gedrückt? Ich habe nichts gemacht, oder? Aus Versehen? Ich weiß es nicht. Komm schon! Ah, das sieht immer so cool aus. Oh, er fand's witzig. Gut. Von irgendwo geschwärmt. Und er scheint müde zu sein. Und da er ja nicht gehen will, fragen wir ihn mal. Nee, bitten zu gehen. Kann man das irgendwo? Warte mal kurz. Ich dachte, man kann fragen, ob er noch ein bisschen abhängen will. Okay, geht irgendwie nicht. Na gut. Aber unterhalte dich doch trotzdem mal noch ein bisschen mit ihm. So, weißt du was? Aber wir müssen jetzt dieses Klo mal noch. Oh, Lotta scheint ihn auch zu mögen. Oh, wie süß die kleine Maus doch ist. Oh, richtig niedlich. Und was macht er jetzt? Ja, es interessiert mich echt gerade. Nein, 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 Lotta, wehe. Ja, ich bade dich auch gleich, Mäuschen. Versprochen, Lotta baden. Okay, und er ist. Ja, er steht jetzt hier oben rum. Rein hat wohl wirklich nicht mehr vorzugehen. Interessant. Und sie haben sogar schon geflirtet. Ich weiß jetzt nicht. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir. Oh, ich bin gerade völlig überfordert. Füll mal noch die Tierschüssel. Hier ist alles nass. Das ist doch wirklich nicht wahr. Um Himmels Willen. Weißt du, Ryan, wenn du schon hier bleibst, könntest du uns ein bisschen helfen. Das fände ich ganz nett von dir, muss ich sagen. Oder du könntest zum Beispiel mit der Lotta spielen, das würde auch gehen. Aber nee, er schaut jetzt da lieber noch ein bisschen fern. Also irgendwie ist gerade das ganze Spiel ein bisschen verbuggt. Okay. Rede doch mal noch mit ihm von Geschicklichkeit schwärmen. Nummern austauschen, mach doch das mal. Ich meine, wenn er schon hier bleibt. Ich hoffe, er findet es okay. Sehen wir gleich. Oh, oh nein, wie süß. Okay, flirte mal mit ihm. Also ich finde, das ist schon ein Zeichen. Er wollte einfach nicht gehen. Also, wow, er ist wirklich. Habt ihr das gesehen? Wartet, wartet, jetzt ist es weg, aber was? Oh, tatsächlich. Okay. So, aber ich würde dann mal sagen, ich beende an dieser Stelle die Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Ryan, duscht jetzt hier erstmal. Okay.
Nee, badet. Ja, und die gute Eloise geht schlafen. Also dann sehen wir uns wohl in der nächsten Folge. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.